So, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Mitreisenden, wir sind auf dem Wohnmobilstellplatz angekommen. Wohnmobilstellplatz im Grünen. Das ist jetzt nicht der Stellplatz, wo wir sind, sondern das ist eine Werbung von einem Stellplatz, der hier in der Nähe ist, an einem Freizeitort. Deswegen im Grünen, nicht, dass ihr euch wundert, wo wir stehen. Das ist ein Stellplatz der Stadt Meißen. Und wir sind hierher gefahren wegen unserem Kind. Denn wir sehen es jetzt hier im Vordergrund. Es ist ein Volksfest direkt am Stellplatz hier in Meißen. Das wollten wir einmal nach den vielen Monaten Auszeit unserem Kind einmal gönnen. Ja, und so stehen wir. Ihr seht es direkt hier an der Elbe. Also in der Regel lassen wir hier solche Abstände hier. Hier können wir auch quer oder längs stehen zur Elbe. Je nachdem, wie viel hier die Wohnmobile hier anreisen. So stehen wir. Chantal, wo waren wir gestern? Wir waren gestern hier auf dem Rummel, ne? Ja, auf dem Rummel. Und da bin ich Achterbahn gefahren. Da bist du Achterbahn gefahren? Mit Papa. Mit mir bist du Achterbahn gefahren. Wie oft sind wir, wolltest du ja nicht. Wie oft sind wir gefahren, Achterbahn? Viermal. Wie viele Runden? Vier Runden? Also eine Runde, wenn man... Dreht heute noch, ne? Dreht heute noch. Ja, wenn man eine Runde insgesamt fährt, dann sind das insgesamt vier Runden. Ja. Also ihr seht's, ein Platz, ich werde es nochmal zeigen, ohne Fähr- und Entsorgung. Der Stellplatz gehört der Stadt Meißen. Ich werde aber gleich nochmal mit was dazu erzählen, denn wir haben ein außergewöhnliches, unangenehmes Erlebnis hier gehabt auf dem Stellplatz. Das werden wir euch gleich nochmal zeigen. Bleibt mal dran. Wir stehen hier genau zwischen den zwei Autobrücken, die hier über die Elbe führen, von der Altstadt in Meißen rüber, genau unterhalb der bekannten und berüchtigten Albrechtsburg hier in Meißen, wo das Meißner Porzellan erfunden wurde. Wir waren vor Jahren schon mal drin. Wir wollten euch das eigentlich auch nicht zeigen jetzt, wenn ihr die Stadt Meißen besucht. Geht ganz einfach mal rein, es ist sehr sehenswert, auch die Altstadt. Und da habt ihr schon mal einen Stellplatz hier in der Nähe. Hier habt ihr auch eine Schiffsanlegestation, wo die Weiße Flotte von Dresden aus fährt. Da könnt ihr mitfahren, elbauf oder elbabwärts. Liebe Freunde, zum Stellplatz jetzt ganz einfach mal zu den Kosten und was wir hier haben. Also wir haben hier keine Fähr- und Entsorgung, wir haben hier keinen Strom, keine Toiletten. Das ist erst schon mal einmal Fakt, also quasi stehen wir hier outdoor. Was wir hier preislich haben vom Stellplatz, was hier die Stadt Meißen von uns verlangt, sind pro 24 Stunden 15 Euro. Das finde ich schon ein wenig straff organisiert. 15 Euro für einen Platz, der jetzt hier nichts weiter bietet an einer Hauptstraße. Okay, kann man nehmen, wie man will. Es ist ein ganz normaler Platz hier auf Pflasterstein. Sehr uneben, relativ uneben. Okay, wir konnten uns jetzt hier ausgleichen mit der Luftfederung. Das war machbar, das ging auch. Natürlich entschädigt die Lage und der Blick, warum wir diesen Stellplatz angesteuert haben, haben wir ja schon gesagt. Und zwar hier durch dieses Volksfest, durch diesen Rummel. Was ist uns passiert heute Nacht durch dieses Volksfest? Hier waren natürlich sehr viele Jugendliche, alkoholisierte Jugendliche hier auf dem Stellplatz und haben sich natürlich hier auch ganz schön vertan. Und sehr unangenehm, die ganze Situation ist von der Stadt Meißen überhaupt nicht durchdacht gewesen, finde ich jetzt, und auch von der Polizei jetzt hier nicht so sehr unter Kontrolle bekommen wurden. Es haben sich hier gestern Abend ca. 50 bis 60 Jugendliche versammelt. Stark alkoholisiert. Wir standen hier ca. 7 Reisemobile auf dem Stellplatz
Und die Jugendlichen haben sich jetzt hier im Hintergrund gestern Abend aufgehalten und haben natürlich hier Party gemacht. Gegen 0 Uhr flogen hier Flaschen. Das war schon sehr unangenehm. Also der Platz ist hier übersät mit Glassplitter. Und eine Flasche hat unser Wohnmobil getroffen. Das ist natürlich sehr ärgerlich. Die Lauferei, die kennen wir ja. Und wir werden euch das mal zeigen hier, was da für ein Schaden an unserem Wohnmobil durch diese fliegende Flasche entstanden ist. Um 12 Uhr Mitternacht hat mich meine Frau geweckt, weil ich selber nicht gehört habe, hat eine Flasche unser Wohnmobil getroffen. Und ich weiß jetzt nicht, ob man das jetzt hier sehen kann. Hier genau haben wir zwei Einschlagsstellen, einmal hier und einmal hier. Okay, wir sind jetzt hier voll GFK, aber die GFK-Oberfläche ist jetzt hier kaputt. Ja, somit haben wir den Ärger. Wir sind natürlich nicht raus. Wir haben dann die Polizei gerufen, die hat den Schaden aufgenommen. Wir brauchen jetzt nicht lange hier darüber zu diskutieren. Täter, Opfer etc. kennen wir ja. Auf jeden Fall haben wir den Schaden. Der Schaden ist jetzt nicht so groß. Das kann man am GFK ausbessern. Aber es ist natürlich ärgerlich, wenn die Stadt Meißen einen Stellplatz anbietet hier an der Elbe und für diesen Stellplatz 15 Euro auch verlangt, dass bei solchen Volksfesten das dementsprechend auch abgesichert wird, dass solche Dinge hier nicht passieren, dass die Gäste hier nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. Nichtsdestotrotz stehen wir trotzdem schön, wir haben wunderbares Wetter. Wir genießen das. Der Stellplatz, wir können empfehlen, ja, man steht hier super gut an der Elbe. Man kann die Altstadt besuchen in Meißen. Jedoch mit 15 Euro der Stadt Meißen würde ich gern hier nochmal, ich sag mal so, jein. Jein. Also wenn eine Stadt, eine Gemeinde 15 Euro verlangt für einen Stellplatz, dann gehört was anderes dazu. Da sind wir auch anderes gewöhnt, auch in der heutigen Zeit. Muss ich ganz ehrlich mal dazu sagen, der Platz an sich wäre hier mit 24 Stunden, 12 Stunden 6 bis 8 Euro gut bedient. Dazu mal, weil wir hier keine Fern- und Entsorgung haben. Wir gehen jetzt nicht mal von Strom aus oder von Toilette. Das Einzige, was wir hier haben, dass wir einen großen Container haben, dass wir unseren Müll vernünftig entsorgen können. Das ist aber auch schon alles. Auf jeden Fall entschädigt uns hier die Lage dementsprechend und das Wetter. Ihr seht es wunderbar. Was macht ihr? Hier wird ein Kleid genäht. Nee? Gekürzt. Ist das Kleid so lang? Die Träger. Träger sind so gut. Die rutschen. Die Träger rutschen. Also wir haben im Grunde genommen heute den Omja gefüllt und haben den Kühlschrank leer gemacht, sozusagen. Und das sieht total lecker aus. Das ist nämlich Hähnchen, sagt Viola. Hähnchen und Kartoffeln. Und diverse Zutaten, die wir noch so da. Was machst du da? Hast du Kühlschrank? Zwiebeln sehe ich, sieht wirklich lecker aus. Ja, und da schwenke ich mal die Kamera und da sehen wir dann, wie wir stehen und jetzt uns es schmecken lassen. So lassen wir uns das jetzt schmecken. Bis dahin.
liebe Freunde, wie wir es gerade gesehen haben und gefilmt haben, ein Schiff der Weißen Flotte aus Dresden hat hier angelegt. Hier geht es der Elbe Richtung Dresden. Also man kann im Grunde genommen auch mit dem Schiff der Weißen Flotte hier von Meißen nach Dresden fahren. So, liebe Wohnmobilfreunde, liebe Campingfreunde, nee, eigentlich nur liebe Wohnmobilfreunde, weil wir waren ja auf dem Wohnmobilstellplatz. Ein guter Übernachtungsplatz, auch okay zum Erholen, aber wir haben ja nicht so ein tolles Erlebnis gehabt. Das habt ihr ja gesehen im Film. Wir haben eine Flasche abgekriegt. Der Schaden ist nicht so sehr groß. Es ist die Tür. Das können wir ausbessern, das GFK. Der Wohnmobilstellplatz in Meißen. Wir werden auf jeden Fall mal berichten, was rausgekommen ist. Wir werden auch der Stadt mal eine E-Mail schreiben. Wir wünschen euch eine schöne Zeit. Bleibt gesund und wir sehen uns wie immer auf den schönsten Plätzen der Welt. Bis dahin. Tschüss.